Hey ho Leute, ich bin 137 und ich präsentiere euch diese Woche die Let's Player Vorstellungen. Heute präsentiere ich euch zwei Kanäle, einmal der Kanal KRB Let's Plays. Er hat 66 Abonnenten und 5639 Aufrufe. Extra für diese Let's Player Vorstellung habe ich ein Bewertungssystem entwickelt. Die Kriterien sind der Kanalhintergrund, die Qualität, die Ordentlichkeit und die Unterhaltung. Beim Kanalhintergrund bewerte ich den Kanalhintergrund vom Style her, weil ich ja ein Kanal-Background-Macher bin und ein Designer. Bei der Qualität, ob es HD ist, ob es die Soundqualität gut ist. Bei der Ordentlichkeit, ob die Playlisten geführt sind, wie der Kanal gemacht ist und ob die Videos immer folgend kommen. Bei der Unterhaltung, wie man den zuhören kann, ob man die ganze Zeit gucken muss oder auch weggucken kann, bei Facebook oder so gucken kann und zuhören, und die Extrapunkte, wie ich den Kanal finde. Jetzt kommen wir zur ersten Punktevergabe, und zwar für den Kanalhintergrund gibt es 4 Punkte, für die Qualität gibt es 9 Punkte, für die Ordentlichkeit gibt es nur 3 Punkte, da er seine Projektliste und sein FAQ ein bisschen besser machen konnte. Das könnte man zum Beispiel mit einem Docs, also mit einem Google Docs Dokument machen. Für die Unterhaltung gibt es 6 Punkte, da man kein Störgeräusch hört und man ihm eigentlich ziemlich gut zuhören kann, aber es ist nach einer Zeit ziemlich eintönig, deswegen nur 6 Punkte. Wir kommen schon zum Ende der Kanalvorstellung vom KRB Let's Plays. Also, er kriegt 3 extra Punkte, da er sehr viele Sachen gut macht. Er hat kein Störgeräusch, wie es bei vielen Let's Playern heutzutage halt ist. Es kommt jeden Tag ein Video. Er hat ein kleines FAQ auf seinem Kanal, was er eigentlich als Docs-Dokument machen kann. Aber er hat ein FAQ auf seinem Channel. Er tut seine Videos in HD uploaden. Er hat, für mich bringt es den Eindruck, er hat sehr viel Spaß an seinen Let's Plays. Er führt die Playlisten. Der Nachteil, da er nicht die volle Punktzahl der Extrapunkte hat, ist einfach, man hört in dem Let's Play Together von Minecraft die Tastatur des Mitspielers. Und ja, man hört halt keinen Ingame-Sound in Minecraft. Sonst geht er eigentlich ziemlich gut aufs Gameplay ein. Ja, deswegen nur 3 Punkte, aber ich hoffe, du wirst meine Ratschläge wahrnehmen und dich verbessern. Ich freue mich schon auf deine Kritik unter diesem Video. Der nächste Kanal ist Mr. Bayer LP. Für den Kanalhintergrund bekommt er 6 Punkte, da er ziemlich schlicht ist, aber immer noch ausreichend. Für die Qualität kriegt er nur 5 von 15 Punkten, da er seine Videos leider nur in 480p hochlädt und nicht täglich oder jeden zweiten Tag ein Video hochlädt. Für die Ordentlichkeit kriegt er 3 von 5 Punkten, da er seine Playlisten führt. Also das gleiche wie bei KRB Let's Plays. Für die Unterhaltung kriegt er 5 von 10 Punkten, da man ihn richtig gut zuhören kann und er geht aufs Gameplay ein. Extra Punkte kriegt er auch wieder, wie KRB Let's Plays, auch nur 3 Punkte, da er seine Videos nur in 480p hochlädt. Aber er geht aufs Gameplay ein und sein Background gefällt ihm mir, da er ziemlich schlicht, aber immer noch gut ist. Also, das war die Let's Player-Vorstellung dieser Woche von 137. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt, favorisieren. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren, 137YM oder 137YM GFX. Ich sag tschö tschö und bis zum nächsten Mal hören. Tschö.